Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntagabend sei euch gewünscht in die Runde. Ne? So, wir haben ja heute ein bisschen was vor. Ne? Ich habe ja gesagt, wir wollen hier ein bisschen so den Friedhof anlegen und dann auch die Taverne mal beginnen, damit unsere Jungs und Mädels, je nachdem, nicht immer so mit einer trockenen Kehle zum Schlafen gehen müssen. Ne? Und dann habe ich mir aber überlegt, das können wir noch viel besser machen. No? Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir hier mit der Bärenfarm einfach mal hier den Move machen und gehen hier quasi hier rüber, hier so in dem Bereich, no? Legen wir dann die neue Bärenfarm an und dann haben wir hier wirklich Platz, uns auszutoben, ne? Weil ich möchte ja auch das Gutshaus ein bisschen schöner dann noch gestalten. Das war ja alles am Anfang erstmal hingestellt, ne? Und können dann auch die Taverne ein bisschen schöner machen mit einem schöneren Garten davor. Da haben wir dann Platz und den Friedhof vielleicht dann am Ufer entlang. Mal gucken. Ne? Also das ist jetzt mal so die Idee, die ich da so habe. Ne? Dann würde ich sagen, ich wohne eigentlich schon welche drin? Ja, zwei. Dann würde ich vorschlagen, setzen wir uns erstmal hier so ein bisschen so das Gelände fest. Das mache ich ja immer ganz gerne. Mit den Mauern dann hier so entlang, na, also sprich einen Zaun hier machen. Da können wir dann ruhig irgendwie mal so hier ansetzen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ja, passt. Na, dann hier so, dann lassen wir das hier mal ein bisschen breiter offen. Und dann gehen wir hier einfach mal ein bisschen so entlang und hier so entlang. So. Und dann hier einmal so hoch und dann hier mal so rum. Und dann lassen wir das einfach hier andotzen. Na? Und dann mache ich hier wieder offen. Oder? Ja. So, in dem Bereich würde ich das ganz gerne ansiedeln. Dann haben wir hier einen schönen Dorfeingang. Und das wäre schon mal ein bisschen hübscher. Ne? So, gut. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall ein Häuslein. Und da würde ich schon sagen, dass wir die ganz normalen Häuser nehmen. Also sprich die Resshäuser. Die setzen wir uns mal hier so hin. So, tada, und dann machen wir hier Surf Komala. Und dann suche ich mir mal hier die Hütte aus. Wo war die? Wo war die? Ich glaube, du warst das, ne? Ja. Ich glaube schon. Und dann hatten wir das ja so angelegt. Wir könnten es aber auch so anlegen. Hier so dran geditscht. Obwohl, was mache ich dann da hinten hin? Wie schaust du aus? Du hast hier einen Eingang und dann da einen Eingang. Ja, auch nicht so prickelnd, ne? Aber schon mal besser. Ja, dann kann ich ja da noch einen Weg hin machen. Dann machen wir hinten irgendwie noch, keine Ahnung, ein Lager hin oder was. Müssen wir mal gucken. So. Ne, das ist Schäpf. Das ist ein bisschen schief, ne? So, jetzt haben wir es. So, und dann die Hütten. Warte mal, ich lasse das erstmal bauen hier. So, komm. Lassen wir mal bauen. Zack, zack, zack. Weil momentan haben wir ja eine Hütte am Laufen mit drei Sammler und wir erwirtschaften 879 Bärchen. Und da verkaufen wir ja auch, ne? Gucken. Alles oberhalb der Stückzahl 100 wird verkauft. Okay, kann man das noch steigern? Lass mal die Handelsrouten anschauen. Ja, die kaufen Bären. Und ansonsten... Nee, Äpfel. Gut. Äpfelige Äpfel. Dann reicht uns doch eigentlich eine Hütte erstmal. Wir können das aber auch clever anlegen. Sollten wir mal mehr Bären brauchen, dann habe ich hier ein Wohnhaus. Wir stellen dann hier eine Hütte hin und machen hier mal zwei Reihen Bären. Und dann kann ich im Nachgang, sollte das nicht reichen, immer noch das Feld hier nach da erweitern. Das geht. Jo, dann würde ich sagen, machen wir das, ne? Dann machen wir das doch einfach. Warum baut da eigentlich keiner mein Haus?
Warten auf einen Baumeister. Okay. Der Helpfried ist der Baustelle zugewiesen. Kommt er da? Ja. Okay, gut. Er legt los. Das ist doch schon mal gut. Das ist schon mal gut, wenn der da loslegt. Ja, dann sehe ich ja mal ungefähr. Ja, guck mal, schaut doch schön aus. Schaut doch schön aus. Und dann können. Bist du auf dem Pferd? Nee. Weizen? Holz. Holz ist immer. Nehmen wir doch mit. So. Okay. Dann hätte ich da hinten aber noch ganz gerne. Warte mal, ich kann doch hier noch eins hindödeln, oder? Lass mal gucken. Vielleicht können wir das so richtig schön kombinieren, wenn wir nämlich hier so eine Scheune hinbauen. Dann haben wir ja ein Klo. Ne? Sehr wichtig. Das Klo sollte erreichbar sein. So, jetzt muss ich mal so kurz. Da geht's rein. Okay. Dann machen wir das doch so. So. Mhm. Ja. Ja, da haben wir hinten aber offen, ne? Da haben wir hinten ein bisschen offen. Warte mal, stellen wir es mal so hin, dann stellen wir es mal so hin. So. Passt das mit dem Klo? Ja. Das passt. Okay. Dann machen wir es doch ganz einfach anders. Machen wir hier noch was hin und da noch was hin. So, und dann baue ich hier auch noch mal ein. Und dann ziehe ich das nämlich so auf. So. So. Und vielleicht so. Dann können wir da hinten immer noch ein bisschen was machen. Das ist okay. So. Okay. Doch. Ich denke, das schaut ganz nett aus. Machen wir mal. Lass ich mal bauen. Lass mal doch mal bauen. Machen wir es doch mal schön. Ha? Lassen wir uns mal Zeit. Ich habe mal einen Kaffee eingeschenkt. Na? Ah, die Markise ist draußen. Die Vorhänge sind zu. Der Ventilator weht. Sollte es zum Aushalten sein. Ja, das passt. Na, dann können wir das hier nämlich dann abreißen. Das ist okay, dann haben wir hier Platz. Und dann kann ich mich hier hinten mal ein bisschen richtig schön austoben. Wer sind Sie? Du bist auf dem Pferd. Ich klicke dich nicht an. Vergiss es. Vergiss es. So. Oh, Schlechtwetter kommt auch. Ich warte ja noch drauf, auf das schlechte Wetter. So, der Reiter reitet. Das ist gut. Macht die bloß vom Acker. Das taugt. So, was ich jetzt mal gucken wollte, ist, ich habe ja jetzt behauene Steine. Strohgedeckte Kapelle, Kapelle mit Dachziegeln. Das sind alles so Dinge, ja, ich glaube, wir müssen das Kloster freischalten. Nicht um ein Kloster zu machen, sondern einfach um an bessere Kirchengebäude ranzukommen. Lass mal gucken. Lass doch mal gucken. Klerus. Ja, wir haben. Da. Vorher geht es hier nicht so wirklich weiter. Was haben wir denn hier? Rustikaler Kreuzgang. Das braucht man nicht. Pizium, Schatzkammer, Refektorium. Da kommt nichts. Klostergesandter. Klosterhof? Was bist du? Steinkirche. Die bräuchten wir. Die bräuchten wir, damit das schön ausschaut. Okay. Einfluss haben wir genug. Das ist nicht das Ding. Was uns fehlt, ist Ansehen. Das Ansehen spiegelt wieder, wie viel ein Stand von eurem Dorf hält. Klerus Ansehen ist erforderlich, um neue Inhalte freizuschalten, bestimmte Einflüsse. Blablabla. Von eurem Klerus Prunk beeinflusst, als auch davon, wie exklusiv ihr euch für diesen Stand engagiert. Okay. Jetzt warte mal. Prunk. 20. Wir haben minus 14. Das ist jetzt nicht so gut, ne? Das ist nicht so gut. Ach ja, ich hatte ja hier drüben noch eine kleine Kapelle gebaut, aber die bringt uns irgendwie auch nicht viel, ne? Die bringt uns 5. 5.
555. Ha. Hier. Hier kann ich, warte mal, was können, könnten wir noch irgendwas bauen, was irgendwie Prunk bringt? Zwei, nix, 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 drei, Kapelle mit 80, okay. Eins, eins, nix, nix, ein. Die bringen zwei. Wir lassen die erstmal so und schauen, dass wir das irgendwie anders geregelt kriegen. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Eine andere Frage, warte mal. Mods, Fantasie. Wir hatten hier, da. Guck mal, die bringen jeweils einen Prunk. Die sogar zwei. Oh, fünf. Ja, dann holen wir uns doch die Prunkpunkte dann mit dem Friedhof. Ja gut, das ist eine gute Idee. So, dann lass mal gucken. Na, schaut mal. Jetzt sind die Fahnen wieder grau. Und beim nächsten Mal speichern, kann es unter Umständen sein, dass die dann wieder ihre Farben haben. Also es ist, ja, irgendwas ist doch immer. So, jetzt haben wir das hier so weit angelegt. Das ist auch ganz gut geworden, finde ich. Und jetzt hole ich mir meine Hütte. Eine Bärenhütte. Wo ist sie? Da. So, schön im Regen. Und das kann man doch hier so hinmachen, dass das nicht ganz so doof ausschaut. Hier so. Das ginge. Dann noch ein bisschen drehen. So. Oder machen wir das hier hin. So. So und dann zwei Dinge nach oben oder drei. Das ginge auch. Jetzt muss ich was gucken, dass die da hinten noch langlatschen können. So. Machen wir es doch so, oder? Ja. Ich glaube, das passt. Ich lasse mal bauen. Das geht. So, dann kann ich mir schon mal die Aladin holen. Palüm. Palümpel. Und dann können wir hier schon mal die Bärchen setzen, ne? So. Und dann hätte ich nämlich gesagt, okay, das kommt dann sowieso weg. Dann machen wir hier zwei schöne fette Reihen hin. So, so und so. So ist okay. Und so und so vielleicht. So und da. Und dann lassen wir das ein bisschen überlappen und machen. Das passt. Dann vielleicht noch die Bäumchen da weg. Zumindest den da. So, bauen. Okay, dann müssen wir das natürlich noch zum Abholzen bereit machen. Abbau. Machen wir dann einmal hier entlang. Einmal da entlang. So. Das taugt. Okay, soweit schon mal ganz gut. So, und dann legen wir uns mal hier mal die Wege fest. Das bedeutet, ich brauche wieder meine Mütt. De Mütt. Wupp. So. Und dann können wir das doch hier ganz nett machen, oder? Ah, warte mal. So vielleicht. So, am Haus entlang. So. Und dann hier so, 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 da. Da und da hinaus. Dann geht der Weg hier so entlang. So vielleicht. So, so, so. Und
muss ich hier mal ein bisschen rüber. So, so, so und so. Mal nochmal das dann ausschalten und dann einmal hier so einen Weg reinwärts. So, 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 so. Dann haben wir das schon mal festgelegt. Und hier hinten würde ich sagen, gehen wir ganz einfach mal so entlang. So, und dann hier so ein bisschen rum. Und dann machen wir das hier so. So. Ja, das wird. Da muss ich anpassen, da müssen wir rein. Und von hier lasse ich den Weg ganz einfach so entlang laufen. Und einmal hier so rüber. So. Okay, das sollte jetzt erstmal für den ersten Augenblick sollte das reichen, hätte ich gesagt. Bauen wir das mal. Ja, guck mal. Das wird, das wird, das wird. Das wird schön. So, und dann kann ich. Dann kann ich doch hergehen und kann sagen, da setzen wir jetzt überall mal so kleinere Büsche noch mit rein, damit es ein bisschen optisch schöner wirkt. So, warte mal, du kommst mal hier weg. So, und so, so, so. Das symbolisiert dann wieder die unreifen Geschichten. Und tock, tock, tock. So, so und so, so und so. Ja. Jawohl, das ist gut. Das ist gut. Ja. Das gefällt mir. Dann bräuchten die natürlich auch ein bisschen was zu trinken. Da würde ich sagen, nehmen wir den ganz normalen Brou. So. Oh, was ist jetzt das? Hallo, weg. Ein andermal. So. Pam. Oh, ich denke mal, das. Obwohl, der steht hier halt mitten im Weg, ne? Der steht mir hier ein bisschen zu sehr im Weg. Dann machen wir ihn doch hier hin. Ach komm. Nein. So, für die Deko. Mach ich anders. Für die Deko machen wir das mal anders. Nein, nicht Quatsch. Ich bin schon wieder mit dem Kopf wieder 50.000 Schritte weiter. So, hier. Das machen wir. Okay, also Brunnen. Brunnen. Nehmen wir eine schöne Rötin. Einen roten Brunnen. Warte mal, wo ist denn da der Krug und so? Da. Machen wir es so. So. Stellen wir den hier so hin. So. So ist gut. So. Dann haben wir hier schon mal einen Brunnen. Okay. Dann. Da werden dann die Beeren gelagert. Das bedeutet, dass wir hier jede Menge Beeren bräuchten. Okay, hier ist zu weit. Warum auch immer. Da nicht. Machen wir das. Machen wir das so. So. So, und da noch einen, der hält die Tür fest quasi, so. Und dann können wir hier natürlich noch unter die Treppe. Schade, dass sie keine leeren Körbe haben. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Nehmen wir halt immer so noch welche mit dazu. Wo ist denn da die Schnalle? Sieht man nicht, okay. Wenn man das nicht sieht, dann ist es ja gut. So, zack, zack, zack. So passt das. Hier können wir auch noch einen hinstellen. So, so einen großen Abholer. Das taugt. Und dann haben wir natürlich die Körbchen. Die dürfen nicht fehlen. Zack. Hier vorne. Da einen hin. Dann machen wir hier die Körbe noch hin. So.
Das ist schon mal gut. Und dann können wir das hier noch ein bisschen schöner drapieren. So, da noch kommt noch einer hin. Das sollte reichen. So. Was haben wir noch? Das brauchen wir nicht. Wasser brauchen wir nicht. Wanne mit Milch brauchen wir nicht. Eimer mit Milch, Eimer mit Wasser. Naja, die müssen ja gewässert werden, ne? Dann stellen wir hier noch mal so zwei, drei Eimer noch so hin. So. Das taugt. Okay, dann hätten wir das hier. Oh, die Familie macht natürlich auch leckeren Beerensirup. Ne? Das müssen wir noch irgendwie mit unterbringen. Das können wir doch hier reinmachen. Komm hier. Hier ist die Beeren-Sirup-Manufaktur. So. Das ist gut. Das steht schon mal hier zur Abholung. Dann können wir hier so einen offenen Topf mal hinstellen. So. Und natürlich so und so. Und dann auch hier nochmal so zwei Körbchen. So. Und einen großen. So. Genau, da machen die da hinten nämlich ihren... Oh, mir fällt was ein. Warte mal, wir haben doch... Haben wir das nicht? Doch. Ich bin mir sicher, dass wir das hatten und haben. Ist nur die Frage, wo... Hier, komm, Schubkarre ist sowieso wichtig. Dass hier eine Schubkarre steht. Da steht eine Schubkarre. Dann haben wir hier noch eine Schubkarre. So. Und wir haben hier noch eine Schubkarre. So, jetzt haben wir. Jetzt haben wir genug Schubkarren. So, hier hinten. Ich will hier hinten... Wo haben wir das denn? Wo haben wir das denn? Wo ist es? Wo ist es? Hör, bin jetzt doof. Nochmal. Da. Da. Dann machen wir doch hier. Warte mal, wir machen es hier. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal, weil wir es können. So. Das ist doch gut. Das ist gut. Wer hat da jetzt hier keinen Zugang zu Waren? Stopp. Warum hast du keinen Zugang zu Waren? Mangel an Waren. Du bist gemeiner. Und latscht hier hinten rum. Haben wir zu wenig Klamottis? Null. Warum haben wir hier keine Klamotten drin? Hä? Wir stellen doch Klamotten her. Was ist los? Null. Oh, mir ist unerkannt ein Schneider abhanden gekommen. Drum. Ach so. Das ist schlecht. Das ist schlecht, wenn es unerkannt passiert. Okay. Kriegen wir gefixt. Kein Ding. Nee. Ach, guck mal hier, die Massette. Die Massette stufen wir hier mal hoch. So, und dann können wir die Massette nämlich hier reinsetzen. So, dann kann die wieder Kleidung produzieren. Das ist mir echt unterm Radar durch. Ja. Das ist mir echt unterm Radar durch. Man soll es nicht glauben. So, dann können wir weiterlaufen lassen. Also gut, wir haben hier hinten die kleine Geschichte da. Ich würde es sogar noch ein bisschen anders machen wollen. Warte mal, wir machen mal das Zeug wieder weg. So, ich hole mir mal ganz schnell das Terrain. So, da brauche ich aber die modularen Blöcke mit dem runden Stein. Plöm. Und dann hole ich mir hier mal das da raus. Es ist natürlich jetzt riesig, ne? Ist mir schon fast wieder eine Spur zu groß hier. Gucken wir mal. Ja, es ist schon groß. Obwohl, es geht noch. Es geht noch. Okay, machen wir das mal. Setzen wir mal hier zwei Dinger hin. Das reicht uns dann. Und dann mache ich auch nur an den Seiten die Verkleidung hin. So und so. Und vielleicht hinten noch. Und da noch.
Dann muss ich die Zäune ein bisschen verschieben. Das ist aber kein Ding. So. Soweit, so gut. Bauen wir das mal. Okay. Aladdin habe ich hier irgendwie nicht rumfliegen. Ne? Nee, natürlich nicht. So, dann nehmen wir den mal. Ich will doch... Ich... Da. So. So. Okay. Dann... Ach, warte mal. Ich wollte doch ganz was anderes machen. Nee, ich lasse den Baum stehen. Ich lasse den Baum stehen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir vielleicht hier noch in der Richtung irgendwas machen, aber... Ich glaube, das wird mir für die enge Geschichte hier hinten zu too much. Nein, machen wir nicht. Okay, dann brauche ich das kurz. Wupp. Dann machen wir es hier mit. Bin ich schneller. So, 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 so. So. Bauen. Das passt. Okay, Dorfbaum kann ich zumachen. Das brauche ich. Warte mal, bist du das? Ich glaube ja. Ne, hier. Okay, dann können wir doch eigentlich dann hier jetzt dann die Kessel nämlich auch stellen. So. So habe ich mir das gedacht. Stellen wir hier die Kessel auf. So. Für den leckeren Bärensirup. Machen wir das so. Hätte ich anders machen sollen. Machen wir einmal diesen hier. Du kommst mal weg, du kommst weg. Und dann machen wir das so und so und so. Jetzt wird eine Schule raus. Gut. Und dann müssen die natürlich jede Menge da reinfüllen. Da würde ich sagen, nee, das nehmen wir nicht. Das nehmen wir nicht, aber wir werden hier natürlich die noch so hinstellen. So und so zwei. Und was haben wir denn noch Schönes? Stellen wir hier noch einen hin. So. Und... Fass mit Honig. Können wir mal machen. Jetzt geht der Baum doch flöten. Obwohl, ich krieg den noch... Ich krieg den noch so hin. So. Das sollte reichen. Hinten stehen die Beeren zum Nachfüllen. Da sind schon fertige. Das taugt. Und dann sollte sich da aber einer hinsetzen und gucken. Das bedeutet, ich guck mal, hier, ja, da setze ich dann dahin und passt ein bisschen auf, dass das Feuer brennt und alles fein ist. So, jetzt muss ich die Geschichte aber ein bisschen weiterdenken. Ne? Das reicht uns ja nicht, dass wir hier das Gedöns hingestellt haben, weil wir brauchen natürlich für die ganzen Feuerstellen Holz. Das ist wichtig. Also machen wir mal hier so eine ganze Batterie. Zack, zack. Zack. Und zack. Das reicht. Und dann natürlich ein Hackebeter. Den stellen wir hier so hin. So. Ein Hackebeter. Das ist zu groß. Das geht. Das können wir hier so hinstellen. So. Und vielleicht sogar... Vielleicht sogar hier so rein. So. Jetzt haben wir das Szenario richtig. Das passt. Okay. Dann steht hier... Man muss das ja alles schließlich logisch fortführen, ne? Dann holen wir uns mal hier einen Wagen, der hier so steht. So. Und mit denen hier gefüllt wird. Jawohl, dann sollte das passen. Das sollte an Deko jetzt aber genug sein. Was mache ich hier hinten eigentlich?
Was machen wir denn hier hinten? Komm hier hinten. Hier hinten stellen wir ganz einfach mal so, so zwei Schubkarren hin. Zwei Schubkarren und dann haben die natürlich Düngemittel, was die natürlich brauchen. So Düngezeug und so. Das kommt mit hin. Und dann sollte es reichen, dann mal hier noch ein paar Büsche hin im Baum oder was. Und dann sollte es eigentlich schön ausschauen. Okay. Dann hätte ich gesagt, können wir das so lassen, ne? Dann würde ich sagen, baum mal da mal das schöne Zeug hier hin. So, zack. Bam. Jetzt weiß ich nicht mehr, was habe ich denn damit gemacht? Ach, das ist vom Markt noch. Okay, das fasse ich am besten mal nicht an. Was bist du? Ah, das ist der Weg da hinten. Okay, kann auch weg. Terrain kann weg. Was bist du? Du bist das ganze Zeug hier. Okay. Das ist aber alles gebaut. Gut. Kann weg. Das kann ich mal zumachen. Und hier die Sammlerhütte kann ich eigentlich im Prinzip auch mal zumachen. So. Okay, das war doch jetzt mal eine hübsche kleine Bärenfarm auf die Schnelle gedübelt. Ja. Ist alles stimmig hier. Was wir jetzt noch machen müssen, wäre schon noch ein bisschen so die Wege anpassen. Wupp. Das mache ich aber dann händisch, indem wir hier hinten einmal ein bisschen leicht so entlang gehen. Das muss gar nicht mal so weit raus. So. So. Dann hier, wo die Schubkarre steht. Lass ich mal ein bisschen so die Grasentfernung. Hier ist es sowieso klar. Das machen wir mal so. So, und dann hatte ich ja hier, habe ich ja das noch. Da wird ja gearbeitet. Deswegen lassen wir das mal hier so mal so ein bisschen so rüber gehen. So. Und so. Und dann passt das. Glaube ich. Okay, bauen. Es ist natürlich doof, dass es jetzt da in den Kesseln grün ist. Na, das ist natürlich Quatsch. Aber ist okay. Er setzt sich dahin, guckt zu. Na, die machen hier den Bärensirup. Na, ist halt jetzt, keine Ahnung. Die machen jetzt Geschmacksrichtung Waldmeister. Ne? Gut, setzt sich dann natürlich auch Hinz und Kunst dahin, aber das ist ja wurscht. Aber die Idee fand ich jetzt gar nicht mal so doof. Ne? Die fand ich jetzt gar nicht mal so dürflich. Gut, dann hätten wir das soweit. Jetzt machen wir noch, was ich jetzt noch machen will, ist quasi, jetzt muss ich bloß mal gucken, welches das war. In welchem Paket sind die drin? Ausgefallene. Okay. Dann brauche ich die ausgefallenen. Dann machen wir mal hier hinten. Mal gucken, waren die hier mit dabei? Ne, hier ist die Nature Decoration, aber die brauche ich auch. Setzen wir uns gleich mal hier so einen Busch hin, damit ich den anklickern kann. Hier sehen. So. Bauen. Gut. Dann brauche ich dann unter allgemeine Dekoration. Und da gehen wir jetzt mal ganz entspannt dahin. So, jetzt kann ich nämlich hier mal einen schönen Oschi-Baum hinsetzen. Der da auch ein bisschen so über die Dinger drüber geht. So vielleicht. Lass mal gucken. Ja, schaut doch ganz nett aus. Das schaut doch ganz nett aus. So, haben wir hier einen. Und dann kriegen wir hier noch einen hin, der ein bisschen über die Straße gewachsen ist. So. Ja, das schaut doch lieb aus. Das schaut ganz, ganz lieb aus. Das nehmen wir so. So. Dann vielleicht hier noch zum Abschluss so über die Hütte drüber. Da muss ich mal gucken, was haben wir denn hier für ein Oschi? Dass wir hier ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Das sieht gar nicht mal so doof aus, wenn man das so macht. Ja, da kommen wir da überall hin. Es hängt ein bisschen so über die Hütte drüber. Es reicht mir nicht zu sehr in die Straße rein. Dann würde ich sagen, das nehmen wir. Sehr nice.
Sehr schön. Jawollo. Das passt. So, und dann kann ich hier noch ein bisschen rumdödeln. Noch ein paar Büschkes. Schöne große Büschkes. Hier so, zack. Und dann hier so einen kleineren noch dazu. Zack. Das passt. Den lasse ich mal so. Setze ihm aber noch hier einen hin. Hier brauchen wir nichts. Das ist alles schon schön. Vielleicht hier vorne, obwohl die wachsen ganz schön. Die stecken nicht einfach nur in der Erde drin, sondern die wachsen da schön raus. Deswegen kann man das lassen. Gut. Also gut. Bauen. Fertig. Dann sind wir damit durch. Okay. Dann nehmen wir mal die Sammelhütte. Und nehmen mal die Sammelhütte, die jetzt gerade hier voll ist. Und wird abgeholt. Okay. Dann setze ich aber hier. Stopp, 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 stopp. Nichts mehr produzieren, bitte. Zu spät. Zu spät. Aber die drei Arbeiter können wir jetzt. Huch. Die drei Arbeiter können wir jetzt natürlich sehr schön hier rüberziehen. Nämlich da rein. Das wäre dann quasi. So, jetzt. Also, wo sind sie? Da. Die Florese kommt darüber, dann die Agnolia und die Yfame. So. Die drei arbeiten jetzt da drüben. Das passt. Und dann kann ich nämlich hier mal den Abbau wegnehmen. So. So weit, so gut. Okay. Wohnen die eigentlich hier drin? Wer wohnt denn da drin? Halt. Halt, 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 halt. Die Florese muss auf jeden Fall weg. Wer der andere ist, den gucken wir mal. Die produzieren hier drüben schon. Hier leert sich das. Das ist gut. Warum ist da immer noch einer drin? Ja. Die braucht ein bisschen länger. Die braucht ein bisschen länger. Aber ist okay. Finden die richtigen Büsche? Dum, 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 dum. Schauen wir mal, ob da jetzt der richtige. Okay. Warum steht die da rum? Weil es voll ist, ne? Weil das Lager voll ist. Da ist das Lager voll. Oh, hier ginge noch was, aber nee. Ja, es ist zu voll. Das ist zu voll. Das muss ich jetzt ein bisschen entleeren. Aber wir können ja. Wir können doch. Oder können wir nicht? Ich denke schon. Wir können doch hier so ein Markt. Und hier nochmal ein bisschen Bärchen. Markttische, Marktkarren. Ich würde sagen, wir nehmen Marktkarren. Und da haben wir doch hier einen mit Bären. Na, guck mal hin. So. Und den könnte man doch hier so als. Oder machen wir den hier hin. Aber dann steht er mir ein bisschen so in der Einsch. Ich würde sagen, wir machen das hier hin. Für die anderen sind schon schöner, ne? Komm, wir nehmen den anderen. Hallo? Und zwar unter den Mods und dann. War das bei den Stone oder war das hier? Hier, ne? So. Hier, guck mal, die sind viel schöner. Viel schöner, White und Red. Ich würde sagen, wir machen die nur. Wie sieht es mit Rot und Grün? Schaut doof aus. Und nehmen wir mal Rot und Weiß, oder? Red, White. Da. Ja, komm, machen wir Rot-Weiß oder ganz Rot.
Soll ein bisschen auffallen, ne? Komm, machen wir so. Weil da stellen die sich nämlich schön nebendran. So. Lass ich mal bauen. Das passt. Und hier packen wir dann quasi. Nee. Wir nehmen Bären. Und ich suche mir einen Markthändler. So. Na? Dann können wir hier ein bisschen Bären verkaufen. Da machen die noch ein bisschen extra Geld. Dann gibt es natürlich auch Bären. Schön Bären-Dingsbums. Na, Bärensirup. Da sollte man denen natürlich das auch dann noch hier noch ein bisschen hinstellen, ne, das Zeug. Lass mal gucken. Also, mach mal auf. Dann nehmen wir doch einmal das hier, Korb mit Bären. Kriegt die hier hingestellt. Und natürlich schön Sirup. Da kann die Leuten gleich was in den Becher füllen. So. Stellen wir hier so hin. Das ist doch nett. So. Na, guck mal. Nope. Gut. Ist jetzt Geschmack Orange oder so. Na, oder Zitrone. Irgendwas wird es immer. Okay. Dann hätten wir das soweit. Die sind hier am Arbeiten, das läuft alles. Wir verkaufen hier ein bisschen Bären, das passt alles. So, dann können wir das Gebiet hier nämlich mal eliminieren. Eliminieren. Das kann ich eigentlich mit einem Rutsch abreißen, ohne dass mir woanders was kaputt geht, oder? Ja, kann ich. Kann ich. Bam. So, das ist weg. Also auf drei Bären ist jetzt wirklich mehr oder weniger geschissen. So. Das kann weg, dann kann das ganze Zeug hier weg. Tadam, 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 tadam. Tum, tum. So, das kommt sowieso weg. Du kommst weg. Was bist du? Ja, komm. Kommst auch weg. Du kommst auch weg. So, dann die Hütte. Ah, da sind jetzt wieder zwei drin. Ich wusste, dass die Florese. So, jetzt pass mal auf, die Florese. Ich meine, wenn ich die Hütte abreiße, dann muss die ja sowieso. Ne? Gut, wer bist denn du? Das ist ja nicht wurscht, du kannst dir ein neues Zuhause suchen. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. So, abreißen. Dann kann die Bank hier weg. Die kann weg. Die können wir auch schon mal wegmachen. Das passt. Dann muss ich mal gucken. Ne, da reiße ich mir das da drüben mit weg. Das machen wir also nicht. Das machen wir also nicht. Dann machen wir wieder Trick 17. Dann machen wir erstmal den Büschelhaufen hier unten hin. Das da kann weg. Jawohl. Das kann weg. Das weg. Das weg. Halt. Du kannst weg. Junge, da, du kannst abreisen, abreisen, abreisen. Warum ist da jetzt ein Büschel Dotten? Das ist wieder aus einer anderen Mod, ne? Na gut, dann drehen wir uns mal in die Richtung. Dann kannst du weg. Da, du kannst weg. Und du. Na komm. Und du bist weg. Soweit, so gut. Was haben wir hier? Er ist relativ alleine, ne? Ist da nur einer drin? Ja. Zack. Zack. Dann haben wir die Flunzeldinger drin. Wie schaut es damit aus? Habe ich da irgendwo noch was? Das sind, glaube ich, nur die, ne? Dann kann das weg. Okay, dann haben wir das noch. Da haut es mal das damit weg. Das wäre schlecht. Die muss ich sowieso einzeln machen, weil sonst haut es mal die. Oh.
Kriege ich die nicht weg? Dann müssen wir es anders machen. Dann müssen wir das anders machen, aber das kann weg. Ohne dass irgendwas kaputt geht. So, jetzt haben wir bloß noch die und die muss ich dann wiederum mit der Aladdin wegmachen. Wo ist es? Bärenstein und Steinbrüche. Okay. Dann nehmen wir das doch mal so weg und so weg. So, haben wir es. Dann haben wir dieses schöne Stückchen Erde. Was bist du? Das hier. Okay. So, jetzt haben wir Platz geschaffen. Das ist doch schon mal ganz toll. Dann können wir das hier noch wegnehmen. Das nehme ich auch mal weg. Die Hecke kann weg. Das kann weg, 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 weg. So, und du kannst weg. Du kannst, ne, komm, du kannst weg. So. Okay. Soweit, so gut. So, und jetzt lass mal überlegen. Lass mal überlegen. Ich zeichne mir das jetzt mal mit einem Zaun an. Dass wir ungefähr eine Richtung haben. Das bedeutet, ich habe hier, warte mal, ich habe dann hier quasi die Mauer, ups, die Mauer, die hier so entlang geht. Okay, dann können wir doch hier quasi, warte mal, das geht dann ungefähr bis hier. Geschätzt, gefühlt, keine Ahnung. So. Und dann können wir quasi bis hierhin. So. So. Dann kann ich hier noch ein bisschen Gestaltung machen. So und so. Das wird dann quasi der kleine Friedhof. Und ein bisschen Schischi hier vorne. Das sollte reichen. Was willst jetzt du? Wolle. Wolle. Wie viel haben wir denn Wolle? 400 haben wir. Sehr gut. Zack. Wolle geliefert. Gut. Okay, dann wäre das mal die Schiene. Dann hätten wir die Möglichkeit, quasi hier so entlang zu gehen. So. Na, ich möchte hier schon ein bisschen so den Platzcharakter beibehalten. Wir werden dann quasi bis hierhin gehen. Und bis hierhin. Und das Gebiet komplett für die Taverne und den Biergarten nutzen. Das bedeutet, wir werden hier eine Mauer ziehen, na, damit die nicht so rüberglotzen müssen auf den Friedhof. Dann werden wir die Taverne hier hinsetzen und quasi den Biergarten hier so in dem Bereich aufbauen. So wäre jetzt mein grober Plan. Ja, weil dann kann ich nämlich auch hergehen und kann quasi hier das Gutshaus ein bisschen schöner gestalten. Das würde dann quasi das Gutshaus kriegt dann mal so einen richtig schönen Garten mitgeliefert. Hier läuft die ganze Mauer. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier so rum und können dann quasi bis hierhin das Ganze als ja, Rathaus, Gutshaus, ne, nutzen. Dann hätten wir die Flächen hier eigentlich optimal genutzt. Okay. Würde ich sagen, gucken wir mal, was ich dafür freischalten muss noch. Was es dafür gibt. Was gibt es denn? Hier, allgemeiner Pfad, kicken wir mal da rein. Was haben wir hier? Grenzbefestigung brauchen wir nicht. Schlachtung brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Die Taverne brauchen wir. Aber kostet mich 50 Öcken. Aber das seid ihr mir doch allzeit wert. Ne? Also hier machen wir das mal. Und ich würde vorschlagen, dass wir die Getränke und so, die wir dann benötigen, erstmal einkaufen und unseren Handel dann noch ein bisschen zu verbessern. So, Taverne verwalten. Was haben wir denn hier?
Okay, Taverne verwalten. Tavernen stellen Getränke und Mahlzeiten zur Verfügung, die das Bedürfnis eurer Dorfbewohner nach Unterhaltung erfüllen. Eine zweckmäßige Taverne sollte die folgenden Dinge haben: Kälterei, um Bärenbräu herzustellen, Gaststube, um Besucher begrüßen zu können, eine Schanktheke, um Getränke auszuschenken. Eine Taverne kann auch mit anderen Arten von Getränken beliefert werden, wie beispielsweise Bier und Wein. Dann hätte ich doch gesagt, kauf mir dann Bier ein. Ja, das machen wir. Okay. Dann. Was haben wir jetzt da gekriegt? Oh, das läuft unter Denkmal. Und da schau her. So, Taverne. Die Taverne. Startschuss für die Taverne. Schankdeke. Gaststube. Benötigt, um Gäste in der Taverne begrüßen zu können. Na, dann fangen wir mal mit der Gaststube an. So, nehmen wir Strohbedeckt. Ach, warte mal, kann ich das nicht schon ein bisschen upgraden? Haben wir da nicht irgendwie die Möglichkeit, das Upgrade zu machen? Gab es da nicht ein Upgrade für? Gab es da nicht ein Upgrade? Milch, Fassbinderei, was haben wir denn hier? Zierelemente, Wandbrunnen, gemauerte Bank, großes Wandbanner, nee. Zehnscheune. Schmuck, Kerzenzieherei. Gab es da nicht irgendwo was, das mir das ein bisschen aufpimpen können? Kämmerei. Hier, guck mal, gemauerte Taverne. Da haben wir es doch. Kostet uns 5 Einfluss. Nehme ich. Was haben wir denn dann? Die Tavernenmauer, die nehmen wir auch mal mit. Das Waldvolk mache ich noch nicht. Die Kämmerei will ich nicht. Baustilstein des Gutshaus, das nehme ich auch gleich mal mit. Sonst vergesse ich das nämlich wieder. Okay, dann haben wir hier schon mal alles, was wir brauchen. Die Hecke brauche ich nicht. Okay. Pam. Pam, pam. So, ist es jetzt schon Gaststube? Ja, guck mal, da haben wir es doch. So, gemauerte Halle mit Balkon. Was haben wir hier? Gemauerte Halle, Raumgröße 12, 10. Ich weiß nicht, mir gefallen die oder mir gefällt der Balkon eigentlich überhaupt nicht. Ja. Ich würde sagen, das setzen wir uns mal hier so ein bisschen hin. Hier so in die Mitte. Mache ich das in die Mitte oder mache ich das eher so? Dann kann ich hinten noch eine Küche dran machen und Co. Dann lassen wir das doch hier so. 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 Jetzt. Jetzt haben wir es. Okay, vielleicht noch einen Tacken höher. Nein, das machen wir nicht. Wir lassen die mal so ein bisschen schnuckelig. Ne? Wir lassen das mal schnuckelig. Und da brauche ich nämlich zwei Türchen. Und zwar werden wir, damit ich hier nicht so weit reinreiche, quasi eine Tür hier hinsetzen. Und eine Tür, die kann jetzt ein bisschen größer werden. Die lassen wir so hinlaufen. Dann hätten wir hier schon mal einen ganz guten Start. Ich möchte es nicht zu hoch werden lassen. Ne? Lieber klein und fein und dafür aber ein bisschen mehr Deko. So. Wenn ich das dahin mache, wie schaut denn das aus? Ein bisschen komisch, ne? Da hätte man jetzt höher rausgemusst. Hier würde es hinpassen. Ja. Komm, das lassen wir so. Das lassen wir so. So, und dann haben wir natürlich noch einen Schornstein, den wir da brauchen. Machen wir den hier? Machen wir den hier. So. Das passt. Standort für Besucher. An dieser Stelle warten Besucher geduldig, bis ihr beschließt, sie anzuhören. Aber das brauche ich doch in der Gaststube eigentlich nicht so, oder? 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 Glaub nicht. So, gucken wir mal, wie es mit den Schildern ist, mit den mickrigen. Das passt uns hier so hin.
Das passt aber auch da oben hin. So, bin ich dann da? Das da so hin mal. Ja, ganz nett. Ne? Ist ganz nett. So, dann brauche ich den ganzen Spaß nämlich auch hier, aber nicht so, sondern eher hier so hin. So. Und dann machen wir hier noch ein Dingens hin. So. Okay, soweit so gut. Dann hätte ich hier oben noch, was ich ausbauen kann. Und hier noch. Das schaut ja schon mal ganz allerliebst aus. Was bist du? Gemauerter Steg. Der bringt mir aber jetzt hier irgendwie nichts, ne? Nee. Warte mal, kann man den ziehen? Ach, guck hin. Den habe ich ja noch nie benutzt. Ach, da schau hin. Na gut. Dann hätten wir hier noch so einen Balkon, aber... Ich weiß nicht. Jawohl. Da muss ich mir aber dann für die Anbauten ein bisschen was anderes überlegen. Nee, komm, den Balkon machen wir woanders hin. So. Dachgaube haben wir benutzt. Das will ich nicht. Dann haben wir eigentlich... Dekorationstechnisch brauche ich da jetzt nichts. Das machen wir alles mit dem anderen. Aber doch hier gibt es halt Punkte für, ne? Okay, gut. Aber ich würde sagen, so im ersten Durchgang passt das eigentlich schon. Ne? Gut, dann machen wir mal hier zauntechnisch mal die Bereiche wieder weg. So. Und du kannst auch weg. Und dann kann ich das Teil nämlich schon mal bauen lassen. Ja, ich finde, es passt. Wenn ich jetzt noch eine Stufe höher gegangen wäre, finde ich, das schaut nicht aus. Ne? Das schaut nicht aus. So, also. Hier ist alles erfüllt. Was brauchen wir dafür? Puh. Ja, teurer Spaß da. Aber ansonsten haben wir alles. Ja, dann bauen wir. Dann bauen wir es halt. Ne? Dann ist okay. Das ist natürlich auch blöd, dass die hier so blödsinnig hier entlang laufen. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich kann hier, glaube ich, auch nichts machen, oder? Warte mal, wenn ich verbotenes Land kann ich hier drauf rumzeichnen. Oh, geht. Das ist ja schön. Dann machen wir das nämlich so. Dann laufen die mir nämlich da nicht in... Ah, schade. Da, 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 da. Das können wir noch nicht machen. Gehört uns noch nicht. Gut. Muss man akzeptieren. Das muss man akzeptieren, wie es ist. Okay, gut. Ich habe verstanden, das Spiel. Jo. Na, dann wird das doch. Ja. Warte mal, ich kann hier gleich mal hier die große Baumentfernung machen. Das können wir auf jeden Fall machen. Dass wir hier schon mal die ganzen Bauplätze vorbereiten. Das bedeutet, Bäume entfernen im Quadrat. Dann kommt das hier weg und das hier weg. Und das nehme ich auch mal weg. Da machen wir händisch dann. Und hier, das kommt alles weg. Den lasse ich mal stehen. Das ist okay. So, bauen. So. Soweit, so gut. Dann haben wir noch ein paar Minuten und das dauert eh, bis die Taverne da mal angedacht und angesetzt ist. Dann würde ich doch glatt sagen, dass wir uns hier das Ding hier weiterführen. So, modulare Blöcke, da kommt das dahin, da kommt das dahin. Dann, ups, da. So, dann kann ich das nämlich hier so ein bisschen rausziehen. Ah, jetzt muss ich wieder gucken, wegen der Höhe, ne? Wegen der Höhe. Gut. Wenn ich das jetzt ziehe, ist das dann dieselbe Höhe noch? Ja, ne? Nee. Natürlich nicht. Okay. Dann muss ich mir ein bisschen anders helfen. Indem ich jetzt einfach mal hier hingehe. Die sind alle wurscht. Mir geht es nur, dass ich die gleiche Höhe habe. Und deswegen ziehen wir jetzt hier einfach mal lustig um die Ecke rum. So.
und so. Und jetzt kann ich den Ansatz machen, dass es passt. Das bedeutet, dass wir uns hier hinstellen und das dann so mache. So, und dann kann der ganze Quatsch wieder weg, bevor ich es vergesse und baue. Das passt. Das kriege ich, glaube ich, verkleidet. Aber wenn ich es jetzt nämlich anpacke, dann schwuppst mir das, glaube ich, wieder eine Etage tiefer. Und das wollen wir nicht. Wir wollen es eigentlich so haben. So ganz leicht. Ganz leicht. Gucken, wie das dann verkleidet ausschaut. Soll bloß nicht zu sehr flimmern. So, so, so und so. Und dann haben wir das ja in zwei Reihen gesetzt. Das bedeutet, ich muss das auch hier so. Und dann gucken wir mal, wie das mit dem Flimmern ausschaut. Das ist doof. Ja, aber mir fällt da schon was ein, dass es gut ausschaut. So, dann machen wir mal die Dinger dahin. Zack, 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 zack. Dann die Pfropfen dazwischen. Zack, 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 zack. Und tack. Ja. Passt doch. Und nur da noch ein. So. Ja, kann man gucken. Kann man gucken, kann man nehmen. Ist gebonkt. Gut. Okay, das passt. Das passt uns. Das Flimmern kriege ich schon irgendwie weg. Das ist kein Ding. Oh, ich habe auch schon eine Idee. Ich habe da schon eine Idee. Wir separieren quasi hier mal so ein bisschen Gräber. Ich hatte doch die. So, das bedeutet, wir schnappen uns das hier und ziehen es einmal hier so rüber. So. Und das machen wir hier überall. So. Und dann so noch. Und schon haben wir das Problem gelöst. Mhm. Hier kriegen wir auch noch so einen ganz fetten hin. So. Weil da kann ich nämlich so Geschichten dann hinstellen wie Mausoleum. Ne? So eine Sache. Du passt jetzt noch nicht ganz, aber jetzt. Genau. So. Passt das. So, dann habe ich doch die Tavernenmauer und die können wir doch prima hier so entlang laufen lassen, oder? Oder Spiel? Willst du nicht? Das wird nix, okay. Dann muss ich hier ein bisschen anders vorgehen. So und so. Dann haben wir das ein bisschen abgegrenzt, das ist okay. Und bis hier. Und dann geht das hier so rüber. So, dann hätten wir das. Mhm. Ja, das passt schon mal. Das geht gut. Warte mal, dann probieren wir es nämlich gleich einmal aus. Mods Fantasy. Schauen wir mal, wo wir die... Oder warte mal, die waren woanders drin, ne? Aber für die Kleinen kann ich das jetzt hier nutzen. Und zwar Steinsarg, der uns glatte wie viele Punkte bringt? 5. Na? Das können wir dann hier so hinbauen. Lass mal gucken. So. So. Einmal. Und was haben wir hier? Das können wir auch noch mit davor setzen. So als Gedenkstein. Wie viel bringt der uns? Einen, ne? Ja. Einen. Okay, das wäre die Geschichte. Die können wir bauen.
Ne? Das ist doch nicht verkehrt. Und dann hatte ich ja doch bei den Mods. Ich glaube, bei denen war das mit dabei. Genau, hier. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da kann ich nämlich hier wunderschön das hier so reindödeln. So. Zum Gucken. Geht sogar noch ein Stück weiter hinter. So. Das schaut doch gut aus. Das passt doch. Das passt wiederum nicht, aber das ist schon... Es ist übertrieben. Das ist übertrieben groß. Übertrieben groß. Genauso wie das hier. Aber... Das kann man so nehmen. Finde ich. Das kann man so nehmen. Was passiert denn, wenn wir das hier machen? Das passt sich doch dem Gelände an, oder? Da kann man doch lustige Sachen mitmachen. Aber das ist halt doof, weil das hier so drauf snappt. Das ist doof. Wenn es jetzt unten runterrutschen würde, wäre es perfekt. Perfekt. Jetzt bist du eine kleine Ecke. Du bist hier ein bisschen kleiner, ne? Ich will nur mal was gucken. Wenn wir das nämlich so haben. So. Da rutscht es nämlich jetzt noch nicht drauf. Hier rutscht es, aber dann kann ich hier nämlich so im Kreis ein bisschen. Na komm. Hallo. So. So. Wir überziehen heute. Kein Ding. So. Kein Ding. So und so und so. So. Und so und so. Erstmal. Ja. Und dann gehe ich her und sage, hier ist dann so die Anlaufstelle. Hier, hier und hier, 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 hier. Das geht bis hier oben, oder? So, so und so. Dann haben wir hier den Weg hoch. Okay, ich baue das mal und dann gucken wir es uns mal an. Es ist schon cool. Ich meine, genau da darfst du jetzt nicht hingucken, ne? Aber es gibt halt überall Stolpersteine, ne? Aber das ist doch mal... Damit kann man doch arbeiten. Das macht auch gleichzeitig das Gras weg. Das ist ja cool. Aber das wäre doch... Das wäre doch eine Idee. Warte mal, wir legen jetzt hier nochmal so ein bisschen den Grundstein. Wir gehen quasi... Hier würde ich dann den Eingang machen. Und dann kommen wir hier zu der großen Stelle. Hier kommen noch ein paar Gräber hin. Das bedeutet, schade, dass es das nicht länglich gibt. Schade. Warte mal, ich habe jetzt den da gehabt, ne? Ja. Das kann man jetzt so ansetzen. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn man das so macht. So, 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 so. So, 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 so. Dann haben wir hier so einen Weg, der hier so entlang führt. Und das legt uns mehr oder weniger auch gleich mal so die Fläche fest, wo wir was hinbauen. Ja, das ist schon okay. Das ist schon okay. Hier ist nicht schön, aber da machen wir irgendwas hin. Ist auch nicht schön, dass die dann einzeln hochploppen. Das finde ich jetzt hier nicht so prickelnd, aber ist okay. Ist okay. Aber damit kann man dann arbeiten, ne? Finde ich cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte man auch viel öfter nehmen können. Aber das Problem ist halt, dass es halt so, Machen wir die mal wieder weg und setzen die mal ohne Snappen hier so an. So. Hier ein bisschen drehen. Obwohl, da muss ich wieder aufpassen. Ne? So und so. Mal gucken, wie das ist, wenn man die übereinander setzt. Ob das da Probleme gibt. Ich glaube ja.
Mal gucken. Das ist der Nachteil von den Dingern. Das ist definitiv der Nachteil. Aber okay. Ich glaube, damit kann man leben. Aber so kriegen wir das dann dahin. Ne? Dass das passt. Ja, gut. Und dann haben wir doch hier. So, da haben wir doch hier dann schön die kleine Taverne am Stüssel. Sehr schön. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Da kann ja bald das Bier fließen. Ne? Da kann das Bier fließen. Das ist doch schön. So, Kinas. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch an der Stelle einen wunderschönen restlichen Sonntagabend. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Tonnerre Foundation wieder. Die Jungs und die Mädels haben bald ihr erstes Bierchen, was sie schlürfen können. Na, und Friedhof machen wir dann weiter. Ich werde vielleicht dann noch ein bisschen hier rumdekorieren, vielleicht auch ein bisschen vorbereiten. Na, und ja, und dann sehen wir uns dann, wie gesagt, bei der nächsten Foundation-Folge. Na, kommt mir gut in die Woche rein. Möge diese Woche nicht ganz so heiß werden wie all die Wochen vorher. Ja. Na, also, wir sehen uns. Däumchen wäre nett, Abo wäre ein Träumchen. Na, ich wünsche euch was. Tschüss.